Hallo, liebe Freunde, heute wieder zum Thema Resettlement und die Situation an unseren Grenzen. Und wir wissen, wir haben 2019 10.200 Resettlement-Migranten bekommen. Die werden ja eingeflogen mit dem Flugzeug, müssen sich um nichts kümmern, sind auch nicht irgendwie verfolgt, sondern dürfen einfach hier sein. Und wir haben die Befürchtung, dass sie also gleich in die Sozialsysteme rauschen und haben die Bundesregierung entsprechend auch befragt. Übrigens, für dieses Jahr sind 5.500 für Deutschland vorgesehen. Aber dazu soll man sich dann zusätzlich nochmal verständigen im Laufe der Legislaturperiode bzw. in diesem Jahr, wie viel denn noch dazu kommen. Wir haben die Bundesregierung gefragt. Dazu haben wir das Instrument unserer Frage und wollten wissen, ob diese Resettlement-Migranten denn hier Sozialleistungen bekommen oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Keine Antwort. Die Bundesregierung schreibt, dass sie keine Erkenntnis hat. Das heißt für uns, sie will uns nichts sagen. Spätestens an der Stelle, ob sie Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekämen, hätte sie sagen müssen, nein, das ist nicht der Fall, weil sie gleich bei uns arbeiten dürfen und wenn sie keine Arbeit finden, sofort Sozialleistungen auch beziehen. Und so geht es eben weiter. Wir wollten wissen, wie sich also die Menschen hier bei uns in der Kriminalstatistik niederschlagen. Wir wissen ja eben auch, dass einzelne Nationalitäten hier auffälliger sind als andere. Auch dazu sagte die Bundesregierung, dass ihr da keine Erkenntnisse vorliegen, obwohl wir die polizeiliche Kriminalstatistik haben, die durchaus nach Ländern gegliedert ist. Und auch das zeigt uns, dass sie also nicht gewillt ist, hier den entsprechenden Schutz der deutschen Bevölkerung zu gewährleisten. Denn man müsste schon gucken, wie sich dann Menschen bei uns integrieren und hier ihr Leben aufbauen, um zu wissen, ob das ein gangbarer Weg ist oder nicht. Aber das soll anscheinend nicht passieren. Und wie wir alle ahnen, soll Deutschland und Europa ja multikulturell umgestaltet werden. Auf Teufel komm raus. Und das ist eben hier leider auch ein Mosaikstein dazu. Hervorragend, wie sich hier die Griechen an den europäischen Außengrenzen zur Türkei positionieren. Sie sagen, wir schützen die Grenzen. Das, was wir ja schon seit Jahr und Tag sagen, wir müssen unsere Grenzen schützen in Europa. Das machen die Griechen hervorragend. Sie stellen sich also dieser türkischen Aggression entgegen. Erdogan will uns ja schwächen, obwohl wir ihm Geld gegeben haben, zeigt er uns also noch seine aggressive Seite, will uns noch weiter erpressen. Merkel hat uns ja erpressbar gemacht an dieser Stelle. Völliges Unding. Wir reagieren hier und handeln also nicht souverän. Wir lassen also uns auf der Nase rumtanzen. Die Griechen reagieren hervorragend und wehren diese Angriffe ab. Und wenn dann gesagt wird, ja, aber Kinder können wir ja aufnehmen, wissen wir ganz genau, wie alt also die sogenannten Minderjährigen sind. Die sind schon älter und dahinter steckt auch Familiennachzug. Das heißt, das ist eine Augenwischerei, was die deutsche Regierung hier tut. Und insofern ist die Lösung, die Griechenland vorschlägt, nämlich, dass man die Migranten auf einsame Inseln bringt, sie dort natürlich existenziell voll versorgt und auch schützt, völlig klar. Aber das ist diese Australien-Lösung. Und das ist genau das Gebot der Stunde, eben diesen Magneten abstellen, um Europa und Deutschland zu schützen. Und dafür werden wir uns auch einsetzen. Und wir fordern an dieser Stelle die Bundesregierung auf, sich hinter die griechische Politik und Regierung zu stellen und im Gegenteil die Grenzkontrollen eben noch zu unterstützen.